Und dann sollte das Ganze sich schon haben. Ah, hier noch einen. Ja, hier. Und dann sollten wir eigentlich genug... Ja, man sieht jetzt hier, die Bauarbeiter finden ihr Lehm. Ziel erfüllt. Ja, man muss immer gucken, dass das Ganze hübsch verknüpft bleibt, weil, wie gesagt, die Leute... Was machen meine Haare schon wieder, ey? Ich nehme das ja alles noch vor Weihnachten auf. Und nach Weihnachten werde ich endlich wieder kurze Haare haben. Im Idealfall. Ja, guck, und die Bäckerei ist fertiggestellt. Unsere erste Möglichkeit, wie man vernünftig, nachhaltig Ressourcen anbauen kann. Das ist auch wirklich was ganz Lustiges. Ich habe ja Cultures 1 auch gespielt, das weit hinter Cultures 2 zurückbleibt. Wirklich um Welten. Tatsache ist aber... Oh, sehr cool. Und ein Zivilisten, der können wir gerade gebrauchen. Und Tatsache ist auch, dass... Das gefällt mir jetzt nicht so, aber es geht nicht besser. Tatsache ist auch, da, ach, guck mal, das gefällt mir jetzt schon wieder besser. Hier. Oder hier. Hier. Ja, dann können wir nämlich hier, oder wäre der hier drüben doch besser? Ich weiß nicht. Hm, den reißen wir wieder ab. Ja. Hm, wir wollen den doch hier hin. So, genau, dann können wir nämlich hier eine Straße ziehen und hier eine Straße und dann passt das Ganze auch. Ja, ja, so ein kleines Dorf bauen, das braucht nicht nur Zeit, sondern das ist auch richtig, richtig cool. Ich habe nur gerade so das Gefühl, dass mir eine Stunde Let's Fun hierfür nicht reichen wird, wenn ich mir das so angucke. Wir haben jetzt schon wieder eine Viertelstunde rum und ich will auch zumindest so ein bisschen so die Grundzüge eines Dorfes hier haben. Wird knapp, Leute, wird knapp. Das ist nämlich auch eines der Sachen, warum ich dieses Projekt wohl nie wirklich spielen werde. Denn man braucht Zeit wie Heu hierfür. Also ich weiß ja nicht, wie viel Parts ich gebraucht habe damals, aber es waren nicht wenige. Weil viele der Sachen brauchen einfach richtig viel Zeit und ich spiele schon auf dreifacher Beschleunigung. Das ist in den meisten Fällen einfach nicht handelbar. Bäckerei wurde fertiggestellt. Sehr, sehr cool. Wir können nämlich jetzt hier unser Müller, sagen hier. Unserem Weizenfabrikant sagen wir hier. Und unseren neuen Zivilisten sagen wir hier. Haben wir noch weitere Zivilisten? Haben wir nicht. Aber ich brauche dringend neue Kiddies. Hm, doch. Sehr schön, der wird jetzt kein Wasser finden, weil unsere kleine Geschichte hier noch nicht fertig ist. Aber da können wir uns gleich drum kümmern. Gut, ansonsten gedeiht unsere Sache hier aber ganz hübsch. Doch, das gefällt mir. So, die denkt nur an Liebe machen. Ja, ja, ja. Wir brauchen dringend Nachschub an neuen Jungs, die für uns arbeiten können. Lass mich mal überlegen, was bauen wir denn als nächstes? Ein Wachturm ist schwachsinnig. Wohnhäuser brauchen wir auch nicht. Wir bräuchten eigentlich als nächstes, müssten wir auf die Eisenschiene gehen. Wir gucken mal. Brunnen wurde fertiggestellt, sehr schön. Bäckerei, da sind wir schon auf einem guten Weg. Der hier kann Met herstellen, das finde ich auch so geil, ne? Was kann ein Spiel? Oh, wie sehen meine Haare aus? Hilfe! Was kann ein Spiel? Es kann Met herstellen. Wie episch ist das denn bitte? Jetzt sieht es auch nicht besser aus. Ach, ich lasse es, Mann. Näherei, habe ich keinen Bock drauf. Holz müssen wir uns auch. Ja, ja, wir haben noch viel zu tun, wir brauchen einfach mehr Jungs. Solange unsere Bauarbeiter aber nichts zu tun haben, können sie sich schon mal um den Dorfplatz kümmern. Geht einfach hier hin. Da wir genug Stein haben momentan. Und mach hier vorne hier so eine Ansammlung von Punkten hin. Das wird nachher versiegelt werden. Und hier wird ein Dorfplatz hinkommen. Der sieht jetzt schon gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, so kann ich den gerade lassen. Und von hier geht dann eine Straße hier rüber. Bis zu unserem hier. Und hier geht es direkt hier vor. Hm, das gefällt mir noch nicht so, aber es geht nicht besser. Und hier geht es hier rüber. So haben wir nämlich hier die schon mal verkettet. Und guck mal, das sieht dann auch richtig schön hier vorne aus. Dann können wir hier noch eine Richtung abzwacken. Hier rüber. Und hier eine abzwacken hierher. Und jetzt ist die Frage, ja, hier mittig zwacken wir eine Richtung hier rüber ab. Und hier, na, das ist bescheuert, hier hoch. Und zuletzt fangen wir dann hier noch an, einen Weg hier dran vorbei, hier rüber zu bauen. Sehr schön, und somit haben wir dann alles hier mit Straßen verbunden, was dann dafür sorgen wird, dass alles auch noch viel schneller zu erreichen ist. Und da unsere Bauarbeiter momentan eh nichts zu tun haben, ist das auch überhaupt kein Problem. Ja, sehr schön. Ich brauche neue Jungs hier heute. Das geht auch so nicht. Was habe ich denn an Bonus-Chests?
Münzpräge gesetzt. Ne, die werden wir nachher wahrscheinlich hier oben hinsetzen. Ja, die werden wir hier irgendwo ins Eck reinsetzen. Als nächstes werden nämlich jetzt hier der Eisentrieb, der Eisenzweig, sage ich mal, entstehen. Aber das sieht schon sehr schön aus. Dieser Vorplatz, der sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier können wir noch ein bisschen, guck mal. So, sehr schön. Dann ist nämlich hier ein wunderschöner Platz. Und wenn wir jetzt hier noch eine Straße hinsetzen können, dann sieht es auch hier oben schön aus. Ja, ja, man kann schon bauen, dass es schön ist. Wo ist unser Kundschafter? Der muss mal ein bisschen neue Wegweiser bauen. Denn das wird mir schon wieder ein bisschen zu knapp hier. Also man kann wirklich auch Großstädte hier bauen, nur hat man irgendwann das Problem, dass alle Ressourcen abgefarmt sind. Und auch ansonsten nicht mehr allzu viel machbar ist. Das heißt, wenn man Cultures über lange Zeit an einer Mission zu lang spielt, macht es irgendwann keinen Spaß mehr. Zivilist ist erwachsen geworden. Auf dich habe ich gehofft, mein Freund. Wir brauchen dringend eine Schule. Aber da haben wir nicht die Materialien für. Scheiße. Das ist jetzt nicht so optimal. Na gut, Abbauer Lehm. Guck mal, ich weiß es dem Töpfer zu. Und wir haben einen Zivilisten irgendwo, gerade hier, genau. Du gehst hier hoch und nimmst die Arbeit des Töpfers. Weil natürlich hat es nur der Töpfer Ahnung von Lehm, das heißt, er kann sich nur um Lehm kümmern. Das heißt, wir brauchen jetzt jemanden neuen, der sich um den Lehm kümmert, während unser Töpfer sich um neue Gebiete kümmert quasi. Dasselbe werden wir dann gleich mit Holz und mit Stein machen müssen. Solange wir keine Schule haben, ist das leider das Einzige, was uns bleibt. So, was haben wir noch? Ich will eine Schule bauen. Da brauchen wir zwar erst hier Backstein. Hallo. Aber da kümmert er sich ja schon. Ah, Backstein haben wir schon einen. Guck mal. Dann setzen wir eine Schule irgendwo hin. Hier hin, das wäre hässlich. Hier außen wäre auch hässlich. Hier oben hin. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Ja, wir setzen die hier oben hin. Direkt bei den Kindern, das ist ja auch sehr schön. Aha! Und unser Bäcker kann jetzt mehr. Das heißt, wir werden uns jetzt um eine weitere Bäckerei, um eine weitere und um eine Brauerei bemühen. Und die zwar auch hier irgendwo zentral. Lass mich überlegen, was brauchen wir als erstes? Wir brauchen eine weitere Bäckerei 1. Am besten hier in der Nähe. Das kommt mir momentan als einzig Logisches vor. Ja. Eine weitere Bäckerei und eine Brauerei. Ja, natürlich auch cool. Nicht direkt vor unserem Hauptgebäude. Vielleicht hier oben. Es muss nah am Hauptgebäude, aber trotzdem dran sein. Doch, wir setzen die hier hin. Und dann brauchen wir dazu noch einen Bienenstock. Hm, natürlich blöd, da gibt es keine passende Position für. Doch hier. Ah nee, guck mal. Wir müssen die Bäume hier weghauen. Das heißt, ich schicke jetzt meinen Abbauer Holz. Setze Arbeitsbereich hier hin, damit er mir die Bäume hier platt macht. Damit wir hier vorne noch Sachen hinsetzen können. Oder ein weiterer Zivilist ist erwachsen geworden. Das ist noch schöner. Dann mache ich den nämlich jetzt zum Steinabbauer. Ja, man sieht schon, also in diesem Spiel wird einem echt nie langweilig. Und das ist auch so irgendwie das Coole. Es ist zwar ein Strategiespiel und ich und Strategiespiele, die mögen sich nicht so arg. Aber dennoch bin ich immer für sowas zu haben, solange es wirklich eine coole Hintergrundgeschichte hat, sage ich mal. Und hallo, wenn wir Met herstellen können, dann ist die Sache ja für mich gegessen, ne? So, wir brauchen noch einen, genau, dies machen wir noch den Holzabbauer. Sehr schön, dann bauen wir die nämlich schnell die Bäume weg und sobald die fertig sind, werde ich dann einen von den beiden zum Schreiner machen. Doch, das wird ja alles ganz hübsch. Man sieht auch hier übrigens, wenn man hier draufklickt, was alles für Sachen in der Nähe sind und wir haben schon einige coole Dinge. Bäckerei 1, genau, da können wir dann auch gleich noch eine Straße hinsetzen. So. Das ist alles an Straßen geplant. Hier müssen wir uns überlegen, wie wir hier die Straße rüberführen. Ich denke von hier. Ja. Die hier haben wir mit Straßen verbunden. Und dann können wir von hier noch eine Straße zur Schule bauen. So, sehr schön. Schule wurde fertiggestellt. Das ist cool. Jetzt kann ich nämlich Zivilisten direkt Sachen zuweisen. Sprich, sobald die mir hier vorne freigeräumt haben und die Bäume entsprechend gehackt haben. Wir werden sehen, was passiert, wenn ich jetzt, wenn der Baum jetzt abgehackt wird. Super, der hackt ihn einfach nicht. Die Sau.
was dann passiert, ob er sich automatisch in Kleinholz verwandelt. Ja, man sieht, er hat wirklich keine Erfahrung, was Holzhacken angeht. Der braucht er ewig dafür. Na endlich. Oh, der Baum bleibt bestehen. Jetzt haben wir nämlich hier Landschaftselement Holz. Ja, reicht das schon für unseren Bienenstock hier? Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Und wir brauchen aber trotzdem noch einen weiteren Brunnen. Und auch den können wir inzwischen hier hinsetzen. Frage ist, will ich den da haben? Ja, besser als nichts, ne? Müssen wir nur hier irgendwie Straße hinlegen? Ja, sehr schön. Jetzt haben wir nämlich hier unseren Abbauer Holz. Den setzen wir jetzt wieder zurück auf unseren Wald hier unten, der so langsam aber sicher schwindet. Und den anderen Abbauer Holz, das ist der hier. Genau, den weisen wir jetzt der Schule zu und sagen, du, dich machen wir jetzt einfach mal zum, wo ist er denn? Schreiner. Genau, du kannst inzwischen mehr, du kannst inzwischen mehr, du kannst inzwischen auch mehr. Sehr cool, unsere zweite Bäckerei ist fertig und wir brauchen neue Jungs, Jungs. So geht das doch nicht. Jetzt werde ich nämlich hingehen und die obere Bäckerei hier ausbauen. Wir haben inzwischen alles, was wir brauchen dafür. Genau. Und werde jetzt währenddessen... Ja, ich kann die anderen Sachen eigentlich auch noch ausbauen. Du kannst inzwischen Schreiner... Oh ja, jetzt kommen aber langsam richtig viel... Oh, wir brauchen neue Jungs, hey, das geht so. Ah, wir haben noch einen Zivilisten, ja, das ist schön. Dich lernen wir... ich glaube, ich brauche im Moment am meisten Nahrung. Das heißt, wir machen dich zum Bäcker. Von Brot. So, du bist Schreiner. Und wir setzen dich hier rein. Sehr schön, der wird jetzt hier nämlich hingehen und ordentlich Holzwerkzeug produzieren. Ich könnte ihn jetzt auch noch höher skillen lassen in der Schule, sodass er dann noch andere Sachen produzieren kann, aber das ist für mich momentan total unwichtig. Mir geht es jetzt momentan einfach darum, hier eine hübsche Siedlung hinzusetzen. So, cool. Hier, das wird erweitert. Sehr schön. Mhm. Und hier oben entsteht auch eine Brauerei. Und sobald die dann... Guck mal, hier sind die Jungs. Der ist jetzt schon 6 Jahre alt. Ab 10 sind die bei mir so weit, dass sie arbeiten können. Jedenfalls in Kalchas. Ich finde das ein bisschen krass. Aber naja, es wurde alles verbessert. Früher musste man 17 werden. Inzwischen... Nee, 15 wurde früher, bevor man erwachsen war. Inzwischen reicht es schon, wenn man in die Richtung geht. Unser Hauptquartier füllt sich auch immer mehr mit Sachen.